Also zum Neujahr wünsche ich euch jetzt erst einmal alles erdenklich Gute und was man sich halt sonst noch so wünscht. Und ich begrüße euch heute mal an einem besonders geschichtsträchtigen Ort. Na, nicht auf der Mathildenhöhe, wie ihr jetzt wieder meint. Hier drin gibt es kein Kulturerbe und hierher kommen auch keine Chinesen zum Fotografieren, obwohl unser OB vielleicht meint, hier dort chinesisch geschwätzt werden. Wir sind in der Bessunger Turnhalle. Und die Turnhalle, die schon über 20 Jahre jetzt keine Turnhalle mehr ist, schreibt als noch weiter Geschichte. Die heißt nämlich jetzt auch Comedy Hall. Hier spielt keiner mehr Tischtennis oder Handball oder Volleyball. Hier spielen Erwachsene mit Puppe und mittlerweile haben sich über 2 Millionen hier köstlich amüsiert. Bis auf einen, unseren Kulturdezernent, unseren Oberbürgermeister, der war hier noch nicht. Der denkt vielleicht, am Arsch vorbei ist Aachenweg, aber er sollte mal drüber nachdenken, dass dieses Kikeriki-Theater Menschen zum Lachen bringt und nicht zum Kräunen, weil die Stadt oder das Land, also der Steuerzahler, die Eintrittskarte nicht wie zum Beispiel im Staatstheater subventionieren muss. Hier hat mein Freund und Sinnesgenosse Roland Hotz nicht nur was aufgebaut, das weit über die Stadt- und Landesgrenze bekannt und beliebt ist, sondern er hat auch noch der Bessunger die altehrwürdige Turnhalle erhalten, die nämlich ohne sein Theater mittlerweile abgerissen und ein Supermarkt wäre. Vielleicht hätte die Lapping dann auch zwar Aldi wie die Ohrhälter bald. Hier spielen sie gerade das Stückchen vom Watzmann. Da weiß ich halt jetzt nur nicht, ob sie den Bärschmane oder der Bäuermeister Reiser, wie er gerade hoch entschlampt hat. Auf jeden Fall, der Roland Hotz hat halt ein Vorlieb entwickelt fürs Aufsässige, fürs Kratzbärstische und fürs Besmeilige. Und da sind wir zwar uns ziemlich ahnisch und die richtige Heuner sowieso. Wir haben halt ein bes Maul und es gefällt halt so einigen nicht vorneweg unserem Häuptling, weil wir nicht leise an einem Stammtisch in der Wirtschaft rumeiern, sondern wir machen die Klappe immer dann auf, wenn wir auf der Bühne dürfen, wenn wir öffentlich schwätzen dürfen und jeder kann zuhören. Eines Tages stehen wir zwar vielleicht noch am Lange Lui. Jetzt haben wir ihn halt beleidigt, unseren Jochen, was tut er mir so leid. Aber das haben wir auch schon früher gemacht. Wir haben schon OBs beleidigt, da hat der Patsch seine Schuhe noch selber geputzt. Da hat er noch in Unerfahrung den Spruch auswendig lernen müssen, man soll Gott für alles danken und so weiter. Der Peter Benz, der wollte sogar in seiner Amtszeit der Zusammenschluss mit Bessunger wieder rückgängig machen. Manchmal denke ich ja, der Patsch ist so ein bisschen dünnhäutig. Eigentlich müsste er transparent sein. Es ist aber auch momentan eine Welt, man kann nur den Kopf schütteln, aber sage ich dann Welt, da will ich gar nicht hingucken, mache ich erst gar nicht. Darmstadt langt mir dicke. Da haben wir genug Kasperche, über die ich was erzählen kann. In dem Zusammenhang hatten wir jetzt gerade wieder aktuell einen Vorfall in dem Palazzo Luisensender, dass uns die rote Socke vor rund 40 Jahren Mitte ins Städtchen gepflastert habe. Das Luisensender muss nämlich evakuiert werden, weil Wasserdampf die Brandmelder ausgelöst hat. Und die haben dann dafür gesorgt, dass unser Berufsfeuerwehr wieder mal aus ihrer vergammelt Hubig in der Bismarckstraße an die frische Luft durfte. Da habe ich so für mich gedacht, wenn sie jedes Mal ausrücken müsste, wenn aus unserem Ratloshaus heiß Luft kommt, könnte sie jeden Tag ausrücken und ein Sauerstoffbad nehmen.
Zumal ja jetzt sowieso die Luft in der Stadt super wäre, hat man im Radio gehört und hat auch in der Zeitung gestanden. Und wir täten bald Bad Darmstadt Hase. Also zumindest die Hügel und die Heinrichstraße bekämen das Prädikat Heilbad am Hang, sag ich mal. Allerdings darf man niemals die Umwegstraße nehmen, so die Anna-Straße nicht und die Goethe und die Bessinger auch nicht, weil da die Luft mittlerweile australische Verhältnisse angenommen hat.